Der Notarzt sagte, es kann durchaus sein, dass ihre Frau sie nicht wiedererkennt, wenn sie wach wird. Das war wirklich wie im falschen Film. Nachts um 4:30 hatte meine Frau mich geweckt und hat gesagt, Mensch, ich habe so ein Brennen im Hals, so einen Druck auf der Brust. Kannst du mal im Internet googeln, ob da es irgendwas gibt, was da irgendwie Linderung verschafft? Und ich habe gedacht, es sind Nebenwirkungen von Tabletten, die ich nehme. Denn im Beipackzettel waren genau die Symptome, die ich hatte, beschrieben. Und während ich gucke, wollte ich zu ihr reden und guck zur Seite und dann lag sie eben praktisch leblos neben mir. Das war so irreal. Ja, in dem Moment habe ich mein Handy mir geschnappt, das neben mir lag, 112 gewählt. Der Herr von der Feuerwehr hat mich dann angeleitet, hat gesagt, sofort meine Frau aus dem Bett zu ziehen, auf einen harten Untergrund zu bringen und mir Herzdruckmassage zu beginnen. Dann wird einem natürlich bewusst, dass das jetzt wirklich auf Leben und Tod geht. Als der Notarzt übernommen hatte, konnte er sie erst nicht wieder das Herz zum Schlagen bringen, trotz Defibrillator. Hat dann also auch mit der Herzdruckmassage dann mechanisch fortgesetzt, bis meine Frau dann ins Krankenhaus abtransportiert wurde. Ich kann mich erinnern, dass ich im Krankenhaus wach geworden bin und an mir runtergeschaut habe und gedacht habe, warum hast du so eine komische Hose an? Und dann habe ich eine dunkle Stimme im Ohr, die mir sagt, Frau Dondera, wissen Sie eigentlich, dass Sie einen Herzinfarkt hatten? Da war ich ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, Herzinfarkt, was redet der Mensch? Ich bin meinem Mann unendlich dankbar. Ich kann das mit Worten nicht ausdrücken. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit hatte, ihn überhaupt noch zu wecken. Wir sind seit über 30 Jahren verheiratet. Wir waren immer so ein bisschen Fischers Unzertrennliche und das sind wir natürlich auch weiterhin. Von daher, ich habe die tollste Frau und die behalte ich dann auch.